Moin YouTube und willkommen zurück zu Resident Evil 2, zu dem grandiosen Remake. Und wir können jetzt die Ada retten. Wir haben aber noch den einen Schlüssel. Wo ist der denn hier? Hier, den untersuchen wir mal kurz. Kanalisationsschlüssel. Und den würde ich gerne noch an zwei Türen testen. Ich glaube, dafür müssten wir hier raus. Was ja relativ am Anfang in diesem Gebiet ist. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass wir wieder so ein Schleimmonster antreffen werden, worauf ich gerne verzichten würde. Aber was tun wir nicht alles für alle Items hier in dem Spiel? So, der Zombie lebt, glaube ich. Ja, der bewegt sich auf jeden Fall. So, wo müssen wir hin? Hier nach rechts. Und dann hier wieder in den tollen Kanal. Ja, Zombie, beruhig dich. Das müsste der Tote sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte nicht hier, komm, bitte nicht hier. Okay, nice, cool, cool. Das lief doch schon mal ganz gut. Dann hier. Ich hoffe, dass es der Schlüssel ist, also der richtige dafür. So. Der macht uns jetzt hier auch keine Probleme. Wir haben nur noch zwei Schuss, Leute. Hier krabbeln sie überall längs. Hier meine ich nämlich. Okay, Leute, was haben wir denn hier Schönes? Schießpulver, okay. Pistolenmunition, können wir direkt mal nachladen. Was haben wir hier? Jazz Festival Flugblatt. Hä? Jazz? Also, warte mal, warte mal. Okay. Hier ist das S eingekringelt. Zwei Zs und das F. ZF. SZF. Okay. Oh. Oh mein Gott. Okay, holy shit. Wo geht's denn hier längs? Geht es hier weiter, nachdem wir Ada gerettet haben? Oder ist es hier noch so ein geheimer Secret Path? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Wo sind wir hier? Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, wo wir sind. Wo wir diese Marke benutzen könnten, oder? Aber die Marke haben wir jetzt nicht dabei. Hier ist der Riegel. Genau, okay. Wartet mal, Leute, wartet mal. Kommen wir jetzt hier auch wieder in die Police Station? Ich blick gerade, wo müssen wir da nochmal hin? Lassen wir einfach die Ada hier in Stich, ne? Ich glaube, das war hier, oder? Jetzt sind wir gleich wieder in diesem geheimen Raum in der Police Station. Das Problem ist, der Tyrant lebt auf jeden Fall noch. Gegen den mussten wir... Okay, cool, cool, cool. Warte, wo war das? Hier war das. Dann setzen wir die direkt nochmal ein. Okay. Okay. Ich mach mal kurz die Karte auf, warte mal. Oh Gott, guck mal, wie viel... Ups, falscher Knopf. Wie viele Bereiche wir hier schon haben. Aber ich glaube, hier können wir nichts Neues aktivieren, oder? Den Film. Den Herzschlüssel haben wir noch nicht. Das heißt, eigentlich brauchen wir hier nur den Herzschlüssel. Und ich habe ehrlich gesagt Angst, in die Polizeistation gehen, nicht, dass der Tyrant wiederkommt. Oh, das ist der perfekte Zeitpunkt. Weil ja wir die eine Sequenz noch nicht ausgelöst haben, dass wir eben die Ada retten. Das nehmen wir mal mit. Setzen wir direkt mal ein. Und da war auf jeden Fall noch so eine andere Tür. Und das Problem ist, dafür brauchen wir einen Stecker. Und den Stecker haben wir schon eingesetzt, den haben wir ja gerade nicht dabei. Aber holen uns erstmal dieses komische Ding. Wahrscheinlich ist es für den Lightning Hawk, kann ich mir vorstellen. Weil die Pistole ist ja schon voll upgegradet, sage ich jetzt mal, wenn wir alles ausrüsten. Und die Schrotflinte ja auch.
Oder? Geht es nicht? Ach, ah, schon clever das Spiel, ne? Also jetzt müsste es doch eigentlich gehen, oder? Schon gemein von denen. Lange Lauf, Lightning Hawk, genau wie ich gedacht habe. Lange Lauf, Lightning Hawk, Spezialzubehör für die Lightning Hawk. Mindert den Rückstoß und beschleunigt die Geschosse, was den Schaden erhöht. Also nochmal mehr Schaden. Kombinieren. Lightning Hawk. Oh, ich verbrauche jetzt auch zwei Plätze. Aber gut, dass wir einiges am Platz haben. Bringe ich das erstmal weg. Ich glaube, hier müssen wir ja nicht mehr hin, ne? Hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Und hier wieder hoch. Okay, Leute. Das heißt, wir haben noch einen Ort, wo wir den Schlüssel benutzen können. Das will ich alles noch für den Boss machen. Weil ich habe das Gefühl, dass irgendwas denn ausgelöst wird. Holy shit, ey. Flammenwerfer. Soll ich ihn verstauen oder nicht? Ich weiß nicht. Komm, wir verstauen ihn erstmal. Dass wir auf jeden Fall einiges am Platz haben. Und ich werde mal den Film mitnehmen. Heilung haben wir 2. Eine Blendgranate, das Messer haben wir auch am Start. Das sollte schon irgendwie klappen. Jetzt speichern wir zur Sicherheit nochmal kurz ab. Okay. Dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Ich hoffe einfach, dass der Tyrant jetzt noch in diesem Untergrund-Dings. Oh, haben wir jetzt. Ja, den Film haben wir dabei. Dunkelkammer, also einfach nur hier durch. Wobei ich jetzt am meisten Angst habe vor dem Licker. Der ist da. Das heißt, ich laufe jetzt ganz langsam hier längs. Dann sollte ja eigentlich nichts passieren. Und vom Tyrant müssen wir auch nicht weglaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Du bist auch schön tot. Jawohl. So mögen wir das. Okay, sehr gut. Dann entwickeln wir mal den Film. Ich denke mal, das ist nur ein Passwort, was wir schon irgendwo benutzt haben. Versteck. Versteck. Wo ist das denn? Radio, Mikrofon. Also das untere Bild könnte in diesem Raum sein, ganz am Anfang noch, wo diese Kamera und so weiter steht, wo auch der Teil einmal durch die Wand gefetzt ist. Und oben drüber ein Schreibtisch. Hier gibt es viele Schreibtische. Gute Frage, wo das ist. Ich mache mal für mich selbst mit dem Handy ein Bild davon, dass ich weiß, wo das eventuell machen könnten. Okay, das eine will ich auf jeden Fall mal testen. Also in diesem einen Raum da. Böser Licker. Wir haben noch keinen Licker übrigens getötet hier in dem Spiel. Weil ich glaube, die halten noch sehr viel Munition aus. Aber sie machen auch sehr viel Schaden und sind mega schnell. Das heißt, wie ihr schon in anderen Parts gesehen habt, man kann eigentlich nicht weglaufen. Weil die so schnell sind, dass sie auf jeden Fall zweimal einen kriegen und dann ist man auch schon in Gefahr. Okay, das ist also immer noch hier rechts im Gang. Das ist doch ganz gut. Was passiert, wenn wir jetzt losrennen? Merkt ihr das? Nö, ich höre jetzt kein Geschrei und so. Also alles gut, glaube ich. Und ich höre jetzt auch keine Schritte vom Tyrant. Ist ja auch schon mal ganz gut. Schauen wir mal, was hier mit den Zombies abgeht. Das... Scheiße. Okay, okay, okay.
könnte auf jeden Fall da sein, wo ich denke. Komm raus, Baby. So, ist er jetzt komplett tot? Ich glaube nicht. Warte, hier, hier, hier. Was ist das? Benzin. So, cool. Okay, also das war so ein geheimes Versteck. Und das andere war halt eng an den Schreibtisch. Es kann überall sein. Warte, hier, oder? Zumindest sieht es so aus. Warte mal, wie mache ich das? Versteck. Da ist halt auch so ein umgekippter Dings hier oben, ein Telefon. Aber ein anderes Telefon, ein altes Telefon. Weil diesen Becher haben sie überall hier benutzt. Das heißt, ich muss ein altes Telefon finden. Hier vielleicht? Nee, ne? Ist jetzt auch nicht so einfach und ich will euch jetzt das auch nicht antun, dass ihr hier alles mit ansehen müsst. Guck mal hier, weil hier ist der Becher auch umgekippt, aber wir brauchen eben dieses alte Telefon. Hier nicht. Und hier war es ja auch nicht. Nicht so einfach, Leute. Und hier ist es, glaube ich, auch nirgends so, oder? Dürfte nicht der Fall sein. So, dann können wir das hier erstmal wegtun. Oh, die kommt hier sogar mit raus, die kleine Biatch. Ist halt die Frage, wie weit sie uns folgt. So, wir gucken nochmal kurz hier. Aber ich glaube, das sind andere Schreibtische, ne? Ja. Also hier ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Hier nochmal reingucken. Warte mal. Hier ist ein altes Telefon auf jeden Fall. Aber nicht dieser umgekippte Becher. Das ist ja geil, wie weit sie uns folgt. Das gefällt mir. Sollen wir die Beine lieber wegschießen? Der nervt uns auf jeden Fall nicht mehr. So. Jetzt bleibt sie für immer und ewig in diesem Raum gefangen, bis wir sie eben befreien von ihrem Leiden. Weil sie liegend nicht die Tür öffnen kann. So. Was ich mir auch eventuell dachte, vielleicht hier, aber hier ist ja eine Schreibmaschine drauf. Und kein altes Telefon und so weiter. Dammit! So. Also ich suche noch ein bisschen weiter, Leute. Und werde mal einen Cut machen, bis ich es halt eben doch gefunden habe. Also, bis gleich. Oh, Leute. Ich glaube, ich habe es gefunden. Halleluja, was ist das? Holzkiste. Also für alle... Oh, Schatzjäger, wir haben die Schätze gefunden. Also im Stars-Büro, in diesem Eckbüro hier ist es. Also Nebenbüro. Alter Schwede, das hätte echt überall sein können. Genau, was haben wir denn hier? Untersuchen. Was? Visier Lightning Hawk. Spezialzubehör für die Lightning Hawk, das blitzschnelles Zielen ermöglicht. Holy shit, kombinieren. Wow. Alter, was haben wir jetzt für eine kranke Waffe hier? Jetzt haben wir sogar so einen Laserpointer. Das ist cool. Okay. Das gefällt mir. Ich habe eben Lecker nämlich hier gehört. Das glaube ich hier hinten. Also einmal diese Schätze in dem Stars-Büro und das andere in diesem komischen Kameraraum. Ich könnte mal kurz auf der Karte, wie das heißt, für alle,
Die ist interessiert. Genau, Presseraum ist das. Aber ihr könnt die Schätze erst finden, wenn ihr eben diesen Film entwickelt habt. Vorher geht das nicht. Das war auch damals in Resident Evil 7 so, dass man erst diese Schätze oder diese Fotos finden musste. Hier musste man die Filme ja entwickeln. Und dann hat es erst funktioniert. Und was ich auch sehr geil finde generell am Spiel, das ist einfach die ganzen Leichen, alle Zombies, die bleiben hier liegen. Die verschwinden nicht, sondern die bleiben für immer liegen. Das finde ich so geil. Haben wir echt gut gemacht. So, das heißt, hier haben wir erstmal soweit alles abgegrast. Das heißt, wir können wieder runter. Oder müssen runter. Oh je, oh me. Und wir können auch den einen Schlüssel an einer Stelle benutzen. Und das mache ich auch, bevor wir zu der Ada gehen. Genau. Munition ist halt sehr knapp. Ich glaube, wir werden mal ein bisschen was herstellen. Also Pistolenmunition. Ja, 15 Schuss ist eigentlich halt nicht viel, ne? Aber gut. Alright. Gehen wir mal weiter, ja? Ich glaube, jetzt müssen wir ja den einen... Ich weiß halt nicht, welchen Stecker. Aber irgendeinen Stecker brauchen wir. Aber schon mal cool, dass wir so die Rätsel hier nach und nach lösen. Man muss sich halt einfach nur an alles erinnern, wo was ist. Und dann geht das eigentlich schon. Da müssen wir, glaube ich, nicht längs. Wir müssen ganz runter. Und dann genau durch diese Tür. Wir haben eine krasse Schrotflinte. Wir haben einen krassen Lightning Hawk. Sprich, bald kommt der Endboss bestimmt oder sowas. Genau, Flammenwerfer haben wir auch noch. Den können wir auch noch nachladen eigentlich. So, kurz Moment. Also, wir müssen ja hier raus und ich glaube, hier ist diese Steckdose. Irgendwo. Jetzt. Okay, wo war das jetzt? Da können wir hier vorbei. Und hier ist diese Steckdose. Das war, glaube ich, hier drüben, ne? Das müsste hier drüben gewesen sein. Kommen wir hier irgendwie anders hin? Unterer Kanal. Genau, hier war diese eine Tür, die versperrt war. Ne, wir müssen uns den Stecker holen. Oh mein Gott, der ist ja auch noch da. Holy mo. Sind wir jetzt hier direkt im... Wo sind wir jetzt gerade? Okay, shit. Ich glaube, hier müssen wir längst, ne? Oder nach rechts? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir müssen nach links. Ja, ich gehe auf jeden Fall nach links, wenn das Monster da hinten hier rumtanzt. Nö, nö. Oh, Zombie. Genau, dann hier hoch. Entspannt euch mal, Zombies. Ihr müsst nicht so einen Lärm machen. So. Ist ja die Frage, welcher Stecker das war. Auf jeden Fall nicht der König oder die Königin. Ansonsten nehmen wir einfach ein paar raus. Aber theoretisch können wir, glaube ich, alle rausnehmen, oder? Komm, wir stecken einfach alle bei uns in die Kiste. Okay, jetzt haben wir auch hier alles blau. Also, welcher? Der kann es nicht sein. Der kann es nicht sein. Der auf jeden Fall nicht. Ist ja die Frage, welche das jetzt war. Wir probieren es einfach mal aus. Also, wo müssen wir längs? Ich glaube, wieder hier längs, ne? Jawohl. Könnte der Turm gewesen sein, oder? Naja, werden wir gleich mal sehen, wer es denn schlussendlich war. Und dann gucken wir, was hier in der letzten verborgenen Tür ist, bevor wir eben die Ada retten.
Hello there. Und ich hoffe einfach mal, dass dieses Glibbermonster die ganze Zeit da bleibt. Also jetzt von uns aus gesehen im linken Gang. Hinter uns. Wenn das jetzt hier nicht auftaucht. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Sehr gut. So, das Werkzeug haben wir auch dabei zur Not. Schlüssel haben wir auch da. Ist doch gut, gut, gut. Hier ist ja gleich ein Zombie. Nicht erschrecken, Flo. Aber der ist jetzt gerade blöd vor der Tür. Der ist gerade echt blöd vor der Tür. Vielleicht können wir durch. Wie scary das wäre, wenn hier diese ganzen Monster auf einen Zug krabbeln würden. Ich versuche sie mal zu mir zu locken. Kommt mal brav zu mir. Das sind ja, glaube ich, nur die zwei, ne? Hier ist ja nichts. Und hier unten ist ja auch keiner mehr. So, schaffen wir das jetzt? Ich hoffe mal. Sehr gut. Okay, was ist das hier? Ich mache mal den Turm rein. Jawohl. Schnell! Oh mein Gott! Da habe ich mich gerade so erschrocken. Du kleiner Pisser. Oh. So, was haben wir hier noch? Also, Schießpulver groß, schon mal ganz cool. Und hochwertiges Schießpulver. Und das war's auch. Oh Leute, ich glaube echt, dass das einfach für den Boss dann gleich ist alles. Das heißt, wir müssen gleich hier einfach raus. Haben wir noch Platz hier? Ich versuche es ein bisschen auf die Seite zu lenken. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Der läuft da, okay. Dann können wir hier entspannt rein. Und tschüss. Okay. Mal gucken, ob wir den Schlüssel nochmal gebrauchen können. Ne, hat einen Haken dran, sehr gut. Das heißt, den haben wir auch verschwendet. Bitte, Monster, sei da hinten rechts wieder. Ja, es tanzt ja wieder rum, sehr gut. Sehr gut, okay. Gut, gut, gut. Oh, du lebst ja noch. Denn hier hoch. Oh Gott, und dann können wir die Ada gleich retten, Leute. Wird auch Zeit, liegt ja ganz schön lange schon. Und auf jeden Fall die ganze Lightning Hawk Munition mitnehmen. Ich glaube, ich werde auch mal gleich ein großes Schießpulver nehmen. Bis zum... Wobei, wie können wir das... Ich muss da gleich mal gucken. Weil ich glaube, wir können keine Lightning Hawk Munition erstellen, oder? Mit dem großen Schießpulver, meine ich. Weil das große, und das ergibt ja dann praktisch... die Schrotflinten Munition. Aber das machen wir auch mal. So, erstmal kurz hier raus. Oh, der Schlüssel kann auch noch weg. So, kombinieren hiermit 5 Schuss. Willst du mich verkackeiern? Oh mein Gott. Okay, wir machen nochmal einmal Lightning Hawk Munition. So, kombinieren. Oh, passt es da nicht rein? Okay, jetzt haben wir ziemlich viel Lightning-Munition, Schrotflinten-Munition haben wir auch ein bisschen. So, wenn es, also wir gehen jetzt davon aus, dass ein Bosskampf kommt, ne? Also wir haben Heilung, Heilung. Ich würde, glaube ich, nochmal Heilung mitnehmen. Haben wir noch irgendwas fertiggestellt? Und Handgranaten sind auch, glaube ich, ganz gut. Flammenwerfer vielleicht? Benzin? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Benzin. Benzin... Vielleicht einmal noch Heilung. Haben wir nicht grün und rot noch? Da. So, den lade ich dann mal kurz nach. Und damit wir auf jeden Fall noch einen Platz haben, verstaue ich das mal. Komm, die legen wir auch mal weg. So. Ist halt die Frage, ob wir das brauchen beim Boss oder nicht. Das ist eine gute Frage. Und dann werden wir die auch mal versch... Ups, falscher Knopf. Hä? Ach Leute. Wo sind die zwei restlichen Granaten? So,
Sollte welche nicht die ausrüsten, wenn uns der böse Mann oder was auch immer da angreifen wird. Zwei Plätze haben wir frei, das ist, denke ich mal, okay. Wenn halt tatsächlich jetzt ein Boss kommen sollte. Dann messen wir die Pistole und speichern. Okay, Leute, es ist Zeit, Ada zu retten. Also wir haben dreimal Heilung, wir sind Warnung zwar, aber ich denke mal, dass wir einen Schlag noch vertragen können, oder hoffe es zumindest mal. So. Oh Gott, jetzt können wir nochmal Gegenstände aufsammeln. Ach, sie ist dahinter, ne? Okay, verschlossen ist diese Tür auf jeden Fall. Hauptversorgungsraum. Ich bringe mal kurz das blaue Kraut weg. Weil das will ich jetzt nicht mit uns rumschleppen. Ja, Leon, du bist verletzt, ich weiß, und es tut mir auch leid. Aber es muss sein. Halte durch, Leon. Zack, zack, zack. Der Raum ist zu und ich glaube nicht, dass wir das schon öffnen können, oder? Da fehlt der Strom. Verdammt, muss erst den Strom einschalten. Das ist hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu eng, um hier zu battlen. Aber guck mal, das ist ein böses Rolltor. Das sieht für mich sehr verdächtig aus. Hier ist noch ein rotes Kraut. Ach, hier ist wieder so ein komisches Spiel. Jawohl, Strom ist an. Und die bösen Monster kommen. Hallo? Ach Gott, Leute. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war wieder der Professor. Oh fuck, wir brennen. Warte, was können wir machen? Au! Ich glaube, wir müssen ihn treffen, aber sein Arm ist zu kurz immer da. Oh shit, Leute. Okay. Keine Ahnung, ob wir jetzt Munition verschwendet haben bei dem. Ob wir den überhaupt hätten ist noch am Leben? Töten können. Hier gibt's auch nichts zum Einsammeln. Mami! Weiter, weiter, weiter. Einmal hier runter, bitte. Geplante Wasser aus. Was? Was ist das Messer? Oh shit. Oh shit. Man kann auch nicht so richtig ausweichen, oh mein Gott. Wir werden sowas von sterben. Lauf, Leon. Schon wieder Gefahr. Thank you.
müssen wir wahrscheinlich jetzt öfter machen. Da hinten auf dem Rücken ist noch irgendwas. Shit. Heilung ist noch Warnung. Das ist noch okay. Okay, jetzt müssen wir uns heilen. Hiermit. Jetzt aber! Jawohl. Gleich wieder schön auf ihn raufballern. Ekliges Auge da, das ist ja so ekelhaft. Und hinten ist auch so ein Auge. Ich glaube, hinten das Auge ist seine Mega-Schwachstelle. Okay, hat es einfach nur 4 Versuche gebraucht oder so? Ich hoffe, den bin ich los. Ah, ich glaube nicht. Auf keinen Fall bist du den los. Also, da können wir nicht mehr längs, das heißt, hier müssen wir längs. Magnum-Munition haben wir noch ganz viel, das ist okay. Das ist in Ordnung. So. Ada, retten wir mal deinen Arsch. So, kombinieren. Das heißt, hier haben wir jetzt auch alles. Okay. Ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt der Typ erneut. Komm schon. Sondern wir können sie jetzt erstmal entspannt retten. Ada! Ist sie nicht Ada, mehr da? Wo bist du? Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Oh, wie süß die beiden sind. Oh mein Gott. Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Steckdose. Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Aber hier war noch irgendwo was... Eine andere Tür, oder? Oder kamen wir jetzt gerade von da? Ich glaube, von da kamen wir. Verschlossene Tür. Aber dahinter waren wir auch schon, das heißt eigentlich... Okay, doch immer. Wir sind fast da. Wir haben alles. So Leute, dann nutzen wir mal die Zeit. Um ein bisschen was loszuwerden. Also wir brauchen hier nur ein Messer. Das, keine Ahnung, ob wir das noch gebrauchen können. Ein bisschen Pistolenmunition ist ja immer gut. Schrufende, haben wir kaum noch was.
Aber dafür mit der hier, das ist ja ganz gut. Die legen wir auch erstmal weg und den legen wir auch weg. So, zweimal Heilung ist ja ganz gut und einige Plätze, um neue Objekte einzusammeln. Laden wir hier mal nach und speichern, Leute. So, Leute, wir haben den nächsten Boss hier in Resident Evil 2 besiegt und ich sag mal, bis zur nächsten Folge, haut rein und passt auf euch auf.